Sony Interactive Entertainment präsentiert Naughty Dog. Und damit willkommen zu einem neuen Projekt. Willkommen zu einem Projekt, auf das ich mich seit Jahren freue. Willkommen zu The Last of Us 2. Ja, das Spiel ist ja vor anderthalb Wochen, glaube ich, vor zwei Wochen released. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich habe vor wenigen Monaten den ersten Teil nochmal komplett durchgespielt. Also ich bin storytechnisch eigentlich auf dem Laufenden, was so alles passiert ist. Wir fangen direkt an. Ich habe nur kurze Soundtests gemacht. Deswegen, wir fangen nochmal mit einem mittleren Schwierigkeitsgrad nochmal an. Und auf geht's. Ein Spiel, wo ich mich unfassbar drauf freue. Ich habe. Mir ist es scheißegal. Ich habe, dass die Kritiken gerade auseinandergehen. Also die Presse bewertet das Spiel mehr oder weniger 10 out of 10 oder, ne? Und die User sehr, teilweise sehr, sehr durchwachsen. Ist mir vollkommen egal. Ich habe mich nicht gespoilert, was dieses Spiel betrifft. Und wenn ihr dieses Spiel hier seht, das Projekt hochgeladen auf YouTube, dann werde ich es wahrscheinlich auch schon längst durchhaben. Also sämtliche Kommentare, Tipps und Tricks, die werden mich wahrscheinlich erst erreichen, wenn ich das Spiel schon durch habe. Also entschuldigen Sie da, entschuldige ich euch dafür. Aber das Spiel wird nicht lange dauern, bis ich das durchgespielt habe. Übrigens ist das Spiel ab 18 für alle unter 18-Jährigen, bitte ich euch gegebenenfalls dieses Spiel nicht zu schauen. Weiß nicht, was passiert ist. Ich sollte sie zu den Fireflies bringen und dann gehen. Wir haben zusammen das halbe Land durchquert. Sie suchte nach einer Bedeutung für ihre Immunität. Irgendwann habe ich selbst an diese Heilung geglaubt. Vielleicht wollte ich sie nicht hängen lassen. Dann kamen wir an. Bei den Fireflies. Durch sie hätten sie tatsächlich ein Heilmittel entwickelt. Aber dabei wäre sie gestorben. Was machst du hier drin? Du kannst sie nicht mitnehmen. Es geht um die Zukunft. Denk an die Leben, die wir retten. Scheiße, Mann, Joel. Was hast du gemacht? Ich hab, wir haben sie alle umgebracht. Ich weiß jetzt nicht. Raus, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Sicher die Ausgänge. Lass sie nicht im Kopf. Das ist... wirklich krass. Wie viel weiß Ellie? Sie glaubt, es waren nur Tests und ihre...
Realität bedeutet nichts. Das hat sie geglaubt? Sie hat's so hingenommen. Wir sollten zurück. Zurück wohin? Wo sind wir? Wir beginnen das Spiel als Joel. Game Directors Anthony Newman und Kurt Margenau. Ich spiele das Spiel übrigens auf einer normalen PS4, also nicht auf einer PS4 Pro und nicht auf einer PlayStation 5. Ich hoffe, meine PS4 macht das mit. Aber das wird ja wohl wahrscheinlich das anspruchsvollste PlayStation 4 Spiel sein, was es gibt. Und das sieht man jetzt schon tatsächlich. Das sieht man, wie ich finde, jetzt schon. Gewesen, hätte ich nicht schnell genug X gedrückt. Die Passage hier erinnert mich ein bisschen an Days Gone, aber ey. Gar nicht mal so unähnliches Setting. Aber der Last of Us war vor Days Gone. Nett, dass die Kinder die Tore bedienen. Sind das Kinder? Oder sind das Männer? Oh, es sind normale Männer, nevermind. Ich dachte, das wären Kinder. Los! Schon okay, ich mach das. Geh schon. Sicher? Ja. Okay. Was wir vorhin besprochen haben. Ich hätte es wohl genauso gemacht. Ich nehme es mit ins Grab, wenn es sein muss. Bis später, Tommy.
wie ein normales Mädchen. Hallo. Ellie. Erschreckt. Ich hab geklopft, aber... Hey. Hey. Was ist denn, Joel? Ich schau noch mal rein. Die Leute... Sie reden davon, wie beeindruckt sie sind von dir und... Und wie gut du ihr hilfst. Ist doch schön. Ja. Tommy und ich sind neulich ausgeritten. Und er... erzählte einen Witz und ich dachte an dich. Oh Mist, ich hab's vergessen. Irgendwas mit einer Uhr. Was ist der... Joel, es ist ziemlich spät. Und ich muss in ein paar Stunden aufstehen. Ja, ich weiß. Ich lass dich gleich in Ruhe. Ich wollte nur... Ich will dir etwas zeigen. Gib mir nur eine Sekunde. Was ist das? Manche nennen das hier Gitarre. Lustig. Soll ich was spielen? Okay. Nur eine Sekunde. Versprich mir, dass du nicht lachst. Werde ich nicht. Ehrlich. Ich verlasse mich drauf. Oh nein, oh nein. Das könnt ihr nicht machen. Was? Aber ich verstehe das Spiel nicht. Was tue ich hier? Vollkommen verkackt. I were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here, I've not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man. Das war's. Naja, gar nicht mal so übel. Na, das ist doch schon was. Die gehört dir. Nein, ich hab doch keine Ahnung. Ich hab versprochen, es dir beizubringen. Hast du.
Na, was sagst du? Morgen Abend? Erste Stunde? Okay. Okay. Ei, ei, ei. Okay. Weißt du den Witz wieder? Warum sollte man keine Uhr essen? Es verschlingt Zeit. Das ist dämlich. Träum schön. Wie lange sind die jetzt da? Anscheinend ja noch nicht lange. Das Einzige, was ich halt... The Last of Us Part 2. Das Einzige, was ich von diesem Spiel halt gesehen habe, ist tatsächlich der Trailer, wo sie das Lied spielt, bezüglich... Ah, ne, zwei Trailer habe ich gesehen, tatsächlich. Vier Jahre später. Oh, scheiße. Nun kann sie Gitarre spielen. Verdammt. Hey. Morgen. Sorry. Ich hab total verschlafen. Gib mir eine Minute, ich zieh mich schnell an. War wohl noch ganz schön was los, als ich weg war. Ich. Sie hat mich geküsst. Das war einfach nur typisch, Dina. Es hatte nichts zu bedeuten. Ich meinte eigentlich deinen Streit mit Seth. Wart. Du und Dina? Oh. Was? Ich dachte, wir sind eine Woche getrennt und du machst dich an sie ran? Nein, sie wollte dich bestimmt nur eifersüchtig machen. Ich hab nicht. Ich würde echt nie. Oh, fuck, ist das peinlich. Ich zieh dich nur auf, Mann. Es ist mir egal. Zieh dich an. Och, du bist so ein Idiot. Schon eine schräge Nummer von dir. Hab dein Zeug zusammen, wir sind schon spät dran. Riecht okay. Jo, Ellie, was ist aus dir geworden? Oh, jo. So müde. Sie ist ja wie ein typischer Student. Ohne Scheiß, wie ein Student. Von wegen so, ja. Riecht okay. Das T-Shirt, das hatte ich erst 3 Tage an. Vierter geht auch noch. Kann ich noch was anderes machen, außer diesen Rucksack dann nehmen? Irgendwas sieht nicht danach aus. Okay, dann nehmen wir den Rucksack. Oder die Jacke? Okay. Jacke. Okay. Ja. Ich meine, den Kuss kenne ich gegebenenfalls von der E3. Von vor 3 Jahren, oder was? Von vor 2 Jahren. Aber... Okay, we will see. Oh, Messer. Oh, Messer. Hey, ganz ist Joel wach? Im Norden wurden Infizierte gesichtet. Aber ja, ihn und Tommy früh losgeschickt. Oh, scheiße. Ja, haben bestimmt nicht lange geschlafen. Jedenfalls nicht so lang wie du. Klappe. Wollte gerade aufstehen. Wirklich. Hast du alles? Ja. Pass auf, du bist heute Morgen das Stadtgespräch. Was? Hab ich das richtig verstanden? Du hast Dina geküsst. Sie hat mich geküsst. Und deshalb nannte Seth dich was nicht so Nettes. Yep. Hat Joel ihn geschlagen? Ja, geschubst. Und dann warst du sauer auf Joel. Den Teil raff ich nicht. Na, schräge Nacht, Mann. Klingt aufregend. Klingt wie die Pubertät. Hey. 4 Jahre später. Wie alt war da Ellie damals? 12? Also ist sie jetzt 16? War sie 12? Ich weiß es nicht mehr. War sie 12, 14? Irgendwas mit dem Dreh? Ist sie jetzt zwischen 16 und 18?
Ist das korrekt? Hey, also alles okay bei uns? Bei dir und mir? Ja, natürlich. Das mit Dina ist vorbei. Ich weiß, ich will nur nicht, dass du denkst... Ellie, alles cool. Versprochen. Danke. Hey, mein Alter. Ja, lass dich kraulen. Schöne Stadt. Oh, hi. Sagen wir einfach, du schuldest. Clothing, Trades, Repairs. Gypsy Weisen. Willst du was frühstücken? Nein. Wo ist Maria? Hinten. Okay. Oh, Entschuldigung. Ellie, komm bitte mal her. Seth möchte dir etwas sagen. Ich will nicht hören, was dieser Heuchler zu sagen hat. Tu es für mich. Bitte. Na schön. Seth. Seth, komm her. Scheiße. Hey. Okay. Letzte Nacht habe ich... Ich habe zu viel getrunken. Klar. Ich versuche mich zu entschuldigen. Maria hat gesagt, dass du mit Dina losziehst. Ich habe hier ein paar Sandwiches. Okay. Richtig nett. Danke, Seth. Ja, also passt auf euch auf. Yep. Ich weiß das zu schätzen. Was hast du da? Heuchler-Sandwiches. Hm, riecht gut. Gehören dir. Sicher? Sicher. Ich bringe euch raus. Okay. Warum kommt der Typ mir so bekannt vor? Kommt der im ersten Teil vor? Ich glaube, nein. Wenn du rausgehst, möchte ich, dass du Tommy und Joel ablöst. Die Jungs sind schon viel zu lange da oben. Wo treffe ich sie? Geh zum Posten im Nordwesten, da sollten sie heute noch hinkommen. Sei vorsichtig, in letzter Zeit wurden sehr viele Infizierte gesichtet. Na klar. Ich wollte mir die Bachpfade vornehmen. Das müsste dann niemand anders übernehmen. Early, kennst du die Bachpfade? Nicht gut. Dina war schon oft dort. Dann übernehmt ihr beide das. Early, hast du kurz Zeit für mich? Was ist? Ich weiß nicht, was mit dir und Joel los ist. Maria. Du bist ihm sehr wichtig. Und er wollte bestimmt nicht das. Alles okay. Ja? Ja. Okay. Okay. Dann entschuldige. Pass auf. Mach ich. Hey, Dina! Es gibt Arbeit. Gib mir eine Minute. Bringst du deine Freundin bitte zu den Stellen? Oh mein Gott. Hey, Dina. Können wir reden? Hey, Leute, ich bin raus. Och Mann, wie lange? Puh. Hey. Hey. Tut mir leid, dass ich gestern einfach abgehauen bin. Oh, kein Problem. Ich verstehe das. Ich fühle mich nur mies. Warum? Na, weil ich schuld an dem Ganzen war und ich hätte dich nicht einfach vor allen Leuten küssen sollen. Und du warst betrunken, schon okay. Trotzdem, ich will nicht, dass du denkst. Nein, ich interpretiere da nichts rein, also. Weißt du, was ich an dir liebe? Dass du mich immer ausreden lässt. Okay. Wir sind langsam los. Au! Was soll das?
Ich spiele doch nicht mal mit. Weil du feige bist. Feigling. Ich hasse ihn so sehr. Machen wir sie fertig? Ja, gerne. Ihr wolltet es so. Lauf lieber, ihr kleinen Scheißer. Oh, Scheiße. In Deckung. Los, los. Wir machen euch alle, ihr Verlierer. Nimm das. Ja. Ich meine. Gefällt dir das? Oh, verdammt. Na, warte, dich. Verdammt. Der wird ganz schön hart. Na komm her, hä? Hallo? Ich brauch frischen Schnee. Ich seh dich. I'm watching, oh shit. Nein, nein, nein! Au! Komm gleich rüber und zeig's dir. Ich hab mir gesagt, ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Komm her. Das Schnee, du Zwerg. Wir gewinnen. Oh Mist! Sag mal, Junge. Hab ich gerade durch? Ja? Hier. Lauf lieber. Komm, auf dich hab ich's abgesehen. Hier. Auf dich hab ich's abgesehen. Ja. Nicht fair. Na, wie war das? Hey. Hey. Wollt ihr noch mehr? Oh. Aufi. Damit kommt ihr nicht davon. Okay. Na los, wir haben noch Arbeit vor uns. Na los. Oh Mann. Ich bin wohl selber schuld, was? Yep. Gehen wir. Übrigens, ich habe gehört, in Last of 2 also, kann man... Jesse will, dass wir die Bachpfade nehmen. Er löst Joel und Tommy ab. Oh, schön, dass er uns losgeschickt hat. Hier wird die Strecke gefallen. Kann man jetzt springen? Guten Morgen. Morgen. Ich bin gespannt auf dieses Feature. Hey, ich bring sie rein. Danke. Ich würde jetzt gleich irgendwo an einer anständigen Stelle gerne einen Cut machen. Hey, hör auf. Wir sind fast fertig. Wie zum Beispiel, bevor wir losreiten. Und damit sage ich bis zum nächsten Part. Viel Spaß in den Videos. Euer Hedi.